Jetzt wird es so richtig absurd. Für die massiv geschwächte noch SPÖ-Chefin Randy Wagner gilt derzeit auffallen um jeden Preis. Und dabei schreckt man auch nicht davon zurück, die wirre Corona-Politik der Regierung zu übertrumpfen. Randy Wagner fordert ernsthaft die Einführung der 3G-Regel am Arbeitsplatz. Kritik kommt von der freiheitlichen Sozialsprecherin Dagmar Belakovic. Die SPÖ entwickelt sich immer mehr zum neuen Steigbügelhalter der türkisen ÖVP. Die gesamte Diskussion rund um die 3Gs entwickelt sich seit der Studie der US-Seuchenbehörde CDC und den aktuellen Erfahrungen in Israel, Island und Großbritannien als mittlerweile obsolet, denn immer mehr vollständig geimpfte Personen infizieren sich mit dem Coronavirus und erkranken daran auch. Dennoch geht man nun in Israel sogar schon einen Schritt weiter. Ab kommenden Mittwoch müssen alle Personen ab 3 Jahre eine Bescheinigung vorzeigen, dass sie geimpft, genesen oder negativ getestet sind. Israel galt schon immer als Vorbild von Kanzler Kurz. Es würde uns also nicht wundern, wenn schon bald in Österreich Kleinkinder das Teststaberl in die Nase bekommen. Gerade das G für geimpft birgt die Gefahr in sich, dass diese Personen ungehindert und in gefühlter Sicherheit das Virus verteilen können. Doch das dürften Kurz und Mückstein egal sein. Hauptsache, die Menschen lassen sich impfen. Apropos Mückstein, der grüne Gesundheitsminister wünscht sich bereits wieder die Maskenpflicht herbei. Und somit steht fest, der Wahnsinn nimmt kein Ende. Das ist eine never-ending story, wo wir uns hier befinden. Und die Impfung ist kein einmaliger Befreiungsschlag, sondern das wird zu einem Dauerzustand, zu einer never-ending story, die nicht durchbrochen werden wird, wenn wir sie nicht durchbrechen.